Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Heute ist leider nicht Montag, weil ich war am Montag ein bisschen krank. Heute ist Freitag, es ist aber 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ja, heute auch ein bisschen anders, also ein bisschen nicht so aufwendig geschnitten wie sonst, sondern einfach mal so. Ich habe mir ein paar Emerys geholt. Besser gesagt, ich habe, wie soll ich das nennen, gedowngraded von Steelbook auf Emery ein paar Filme, weil man braucht nicht von jedem Film ein Steelbook in der Sammlung, habe ich so für mich entschieden. Aber dazu kommen wir gleich im Studio. Wie ich ja eben schon gesagt habe, habe ich für mich entschieden, dass man nicht von jedem Film ein Steelbook in der Sammlung braucht. Insbesondere von den Filmen, wo es nicht von allen Teilen Steelbook gibt. Weil es gibt ja so viele Filme in meiner Sammlung zum Beispiel auch, wo ich von ein, zwei Teilen Steelbook hatte und von den Resten und der Emery, weil es da halt kein Steelbook gibt. Ja, und da habe ich dann so mal für mich entschieden, was soll das? Also, das sieht nicht gut aus, das ist nicht einheitlich. Da kann man dann ruhig auch von jedem Film der Reihe dann eine Emery haben. Ja, und dann fangen wir jetzt auch gleich mal an mit dem ersten Film. Das ist nämlich schon so ein Beispiel. Da gab es den ersten Film im Steelbook und die anderen alle in der Emery, obwohl die anderen Filme alle gut sind. Also zumindest fast alle. Aber der erste ist auf jeden Fall der beste und das handelt sich hier um Karate Kid. Ja, da gab es das erste Steelbook in der Pop-Art-Reihe und das hatte ich. Und dann gab es noch ein Steelbook, aber das hatte ich jetzt nicht, das aus Italien, auch mit deutschen Ton. Ich hatte nur das aus der Pop-Art-Reihe und jetzt habe ich halt alle in der Emery. Die Emery hat hier sogar ein Wendecover gehabt, also eigentlich auch ein schickes Cover. Kann man nichts falsch machen. Ja, Vorderseite, Rückseite mit den Filminformationen, wer den Film noch nicht kennt. Ich halte mal ein bisschen dichter, damit ihr auch die technischen Daten seht. Also ich halte jetzt alle mal nur von der Vorderseite und von der Rückseite rein, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern, das Video. So, dasselbe war der Fall bei Triple X, die Rückkehr von des Thunder Cage. Da gibt es ja vom ersten Teil nur eine Emery, vom zweiten nur eine Emery und vom dritten halt gab es ein schickes Steelbook, wo hier die drei X geprägt waren und dieses Cover auch hatte. Aber ja, jetzt ist die Emery ins Haus gewandert und die hat auch ein Wendecover gehabt. Vorderseite, Rückseite mit den ganzen Filminformationen und ich muss zugeben, obwohl ich den schon fast ein Jahr so auf Steelbook hatte, habe ich den Film immer noch nicht gesehen. Ja, aber jetzt ist er in der Emery. So, dann geht es weiter mit Final Destination 5. Da hatte ich auch ein Steelbook von, aber halt vom ersten, zweiten, dritten Teil hatte ich keins. Vom vierten hatte ich auch eins. Da habe ich mir auch die Emery bei Amazon bestellt, die ist aber noch nicht da. Weil da habe ich die 3D-Emery, aber die passt halt nicht in die Reihe. Und 3D ist mir bei den Filmen jetzt nicht so wichtig. Also Final Destination 5, leider ohne Wendecover. Rückseite hier die Filminformationen. Aber Final Destination auf jeden Fall, alle fünf Teile finde ich super. So, denn hier Hannibal. Da hatte ich auch nur von Schweigen der Lämmer und von Hannibal ein Steelbook. Und von Schweigen der Lämmer war es sogar im Port. Da habe ich die Emery dann noch gehabt, wegen deutschem Ton. Habe ich dann einfach jetzt wieder umgetauscht und ja, jetzt Hannibal noch dazu. Der war noch recht teuer für eine Emery, ich glaube 7 Euro. Da war das Steelbook beim Mediamarkt sogar günstiger. Aber naja, wenn man alle eine Emery haben will, dann ist es halt so. Hannibal. Die anderen Filme, die ich euch jetzt zeige, sind im Schnitt immer zwischen 2 Euro und 5 Euro. Der teuerste war jetzt wirklich Hannibal. So, dann hier der weiße Hai. Da gibt es ja alle anderen Teile auch in der Emery, auch alle mit Wendecover. Hier haben wir auch Wendecover mit dabei. Ja, der weiße Hai halt, ne? Da gab es halt nur vom ersten Teil ein Steelbook. So, denn Inception. Den Film habe ich bis jetzt schon zweimal gesehen. Der war jetzt nicht schlecht, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mehr im Steelbook. Den hatte ich auch gar nicht im Steelbook, den hatte ich in dieser Premium Collection. Und die Premium Collection habe ich eh aufgelöst. Und ein paar Filme aus der Premium Collection habe ich mir dann wieder geholt, wie zum Beispiel Inception oder hier auch Blade Runner im Final Cut. Wobei Blade Runner hätte ich gerne doch ein Steelbook gehabt, aber das war mir zu teuer. Bei Blade Runner 2, den neuen, den habe ich auch im Steelbook. Und bei Blade Runner 1 gibt es ja auch so ein Steelbook, aber mal gucken. So, dann ist hier ein bisschen durcheinander. Oh, das ist ja jetzt eigentlich auch egal. So, in der Pop-Art-Reihe hatte ich dann noch alle drei von Illuminati, also diese. Ja, diese Filme hier, der Da Vinci Code, Illuminati und den anderen habe ich jetzt vom Namen vergessen. Der kommt aber auch noch. Auf jeden Fall hier Illuminati im Emery Case. Dann als nächstes auch Extended Cut. Das ist natürlich wichtig. Man muss immer die längste Version auf jeden Fall haben.
Denn hier der Da Vinci Code Extended Cut sogar zwei Disc Set. Im Steelbook war nur eine Disc. Ja, denn hier der Film Two Guns, der ist ganz cool mit Denzel Washington, Mark Wahlberg, und der hat, glaube ich, sogar bloß 1,49 gekostet. Hier mit so einem Schuber. Hier, Rückseite. Also, das sind jetzt eigentlich hauptsächlich Filme aus der Pop-Art-Reihe, die ich abgestoßen habe. Und aus dieser Premium Collection. Also, das war der letzte Inferno, der neueste Teil von der Reihe hier mit, oh, wie hieß er denn nochmal? Robert Lang, glaube ich, oder was? Das steht doch hier hinten auf der Rückseite drauf. Robert Langdon, ja, genau. Robert Langdon Trilogie. Also, ich bin auch ein bisschen verschnupft. Hört man wahrscheinlich noch an meiner Aussprache. Also, entschuldige das. Aber ich wollte definitiv jetzt das Wochenupdate noch raushauen. Denn Film von Jason Statham oder mit Jason Statham, er spielt zwar hier bloß eine Nebenrolle, Snatch, Schweine und Diamanten. Der musste natürlich wieder in die Sammlung, weil von Statham habe ich alle Filme. Da hätte ich jetzt auch gedacht, ach, behältst du Pop-Art-Steelbook, aber die Emery reicht auch. Dann wieder einer aus der Premium Collection, Departed und der Feinden, wirklich ein sehr, sehr guter Film. Da hatte ich auch mal ein normales Steelbook, bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich es früher abgegeben habe. Aber naja, jetzt habe ich ja die Emery wieder. 151 Minuten Laufzeit. Meine Fresse. Ob der so lang war, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. So, dann der erste Teil von The Equalizer, den zweiten, den gab es nicht. Bei Medimobs, wo ich bestellt habe, die ganzen Filme. Oder ich glaube, den gab es. Ne, den gab es nur in 4K und 4K möchte ich nicht. Deswegen hier The Equalizer 1. Echt Top-Film. Gefällt mir sehr gut. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist auch schon weg, das Steelbook. Ja, muss ich dann mal warten, bis ich den irgendwann mal auf Emery kriege. So, hier wieder so ein Film für 1,79. Deluxe Extended Edition Angelina Jolie Salt. Der Film ist eigentlich auch ganz gut. Der war auch aus der Pop-Art-Reihe. Und jetzt hier in der Emery. Aber was ist denn daran jetzt Deluxe? Ja, Deluxe Extended Edition. Okay, einfach nur eine Disc drin. Also manchmal. Ja, denn hier aus der Premium Collection wieder The Town inklusive Extended Cut. Wie gesagt, das ist immer ganz wichtig, dass man auch die längste Version hat. Auch ein cooler Streifen, wie ich finde. Der musste auch definitiv wieder in die Sammlung und als Emery jetzt. Denn hier ein richtig geiler Streifen. Heat. Da war ich echt am Überlegen, mir dieses weiße Steelbook zu kaufen. Aber das war auch so teuer. Aber ich glaube, wenn ich das irgendwann nochmal im Mediamarkt sehe, dann werde ich da nochmal zuschlagen. Hier 170 Minuten. Heat, Robert De Niro und Al Pacino. Absolut genialer Film. Mit einer langen Laufzeit auf jeden Fall. Hier noch ein geiler Film. Clint Eastwood, Gran Torino. Richtig geiler Film. Also, das ist ein cooler Clint Eastwood-Film. Mir gefallen nicht alle von ihm, aber der ist wirklich cool. Ja. Da hatte ich auch mal das Zabi-Steelbook von. Das so geil geprägt war, bin ich jetzt auch traurig, da ich es abgestoßen hatte, wegen dieser blöden Premium Collection, damit ich nicht immer alles doppelt habe. Aber jetzt ist er erstmal in Emery da. So. Denn drei Filme, wo ich mir echt schwer getan habe, da keine Sonderedition von zu haben. Aber jetzt sind sie halt in Emery da. Ghostbusters, die Geisterjäger Teil 1. Müsste eigentlich jeder kennen. Denn Ghostbusters Teil 2. Die waren sogar noch neu verschweißt im Minimops-Paket und dann alles nur für 4 Euro. Und der hat, glaube ich, 5 gekostet. Ghostbusters Teil 3 Extended Edition Plus Bonus Disc. Sogar zwei Discs mit an Bord. Oh, die sind aber geil, die Discs. Ja, drei Ghostbusters-Filme sind eigentlich cool. Wäre natürlich auch würdig im Steelbook, aber da gibt es auch keine einheitlichen Steelbooks von. Entschuldigung, bin wie gesagt noch ein bisschen krank. Da gibt es auch keine einheitlichen Steelbooks von den Ghostbusters-Filmen, nur halt diese Pop-Art-Collection mehr. Und irgendwie, ja, da liegt bei der Pop-Art-Collection auch ein bisschen daran, da ich die jetzt abgestoßen hatte. Ich hatte von Resident Evil halt die geilen Pop-Art-Steelbooks, die sind wirklich, wirklich schön. Aber mir fehlte halt der letzte, der ist nur in den USA erschienen und da die Preise sind von jenseits Gut und Böse für einen Film 100 bis 150 Euro, da war ich halt nicht bereit, das auszugeben. Und dann hätten mir noch die fünf Underworld-Teile in den Einzel-Steelbooks gefehlt. Und ich hatte eigentlich mal gesagt, ich will die eigentlich komplett haben, diese Pop-Art-Reihe. Aber weil ich sie ja jetzt niemals komplett kriegen werde, habe ich dann so gesagt, die meisten Filme sind davon auch jetzt gar nicht so geil. Deswegen habe ich gedacht, weg. Jetzt sind sie weg. Per Emery ist dabei. Equalizer 2 muss ich mir noch holen in der Emery. Aber das werdet ihr sehen.
Heißt jetzt nicht, dass ich mir gar kein Steelbook mehr kaufe. Definitiv Marvel Steelbooks, die kommen natürlich alle ins Haus. Bei Marvel Filmen bin ich einfach. Und das ein oder andere Steelbook wird auch noch hier in der Sammlung landen. Ihr werdet es ja sehen im Wochenupdate. Ja, oh Gott. Jetzt kommt es wieder zurück. So lange reden ist ein bisschen schwierig bei der Erkältung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns, wenn alles gut läuft, schon Montag wieder. Und ja, ciao, euer Ralf von Ralfs Unboxing.